Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Warhammer 2, die Vampirküste war das, glaube ich. So, unser Held wurde verwundet, warum? Ey, bist du bescheuert? Folgendes Geschichte, Amanah hat sich erhoben, oh, warte mal ganz kurz. Perfekt, Amanah hat sich genau da erhoben, wo ich hin will. Das ist ja wohl geil. So, ich gebe euch mal kurz, wir sind natürlich jetzt ein paar Runden weiter, es ist nicht viel passiert. Ich habe einfach hier unseren Peter. Ist der Peter? Oder Charlie? Weiß gar nicht mehr. Charlie. Ich habe Charlie von Talax bewegt hierhin. Denn hier die Echsen kämpfen gegen die. Ihr könnt es ja ein bisschen von hier zeigen. Bisschen größer. Die sind komplett durcheinander. Die haben keine vernünftige Linie. Alles haut auf jeden. Und wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte, dachte ich mir. Dann hole ich mir erstmal diese Stadt. Und hier haben sich dann die Orks versammelt, dann haben die Echsen sich hier erstmal die Orks wieder verjagt. Ja, ich will einfach nur hier ein paar Belagerungsfahrzeuge haben und die Orks ein bisschen aushungern. Und ich denke mal in ein, zwei Runden, vielleicht sogar drei, wenn wir noch einen Bock haben, sicherheitshalber, sollte das hier kein Problem sein. Ich bin noch am überlegen, ob ich die Stadt behalte oder ob wir die, ich glaube, ich behalte die, falls wir die noch erobern müssen, da ja, können wir da ja so eine Piratenbucht machen. So, hier steigern wir ein bisschen im Wachstum. Genau, und da haben wir kein Geld mehr. So, hier bin ich mal echt interessiert. Können wir das nicht angreifen oder was? Also es müsste jetzt, also dass Amanah angegriffen hat, ist ja wohl ein Zeichen, oder? Das ist das Zeichen überhaupt. Amanah ist auf unserer Seite, obwohl wir ihn töten müssen. Er hat uns auch gejagt und hat einfach nur die Stadt getroffen. Scheiße. Keine Ausrüstung verfügbar. Der hat natürlich Hardcore, ne? Tja. Ich versuch's, komm. Ich versuch's. Wir müssen defensiv aggressiv sein. Defensiv aggressiv. Und zwar versuchen. Also der darf nicht zu uns kommen. Der ist gefährlich. Die müssen wir aus der Entfernung platt machen. Unsere Großen müssen die alle töten. Und wenn er vielleicht gestorben ist, können wir vielleicht noch den Mörser ausschalten. Dann hat er immerhin noch seine Elite. Ach so, und der ist auch eigentlich auch scheiße, weil er verstärkt ja seine Artillerie, aber diese Artillerie ist ja wenig. Also die müssen erst sterben, finde ich. Ich weiß, ich glaube, die sollen heftig sein. Ich möchte die nicht auf meiner Seite haben. Aha, ich überlege gerade, ob wir uns da vor diesem Felsen hinstellen. Hier, dass wir vielleicht zwingen, den Trupp aufzuteilen oder so. Hoffentlich ist der Hügel so hoch, dass sie von da nicht schießen können. Weil, dann würde ich sie hier hinstellen. Dann müssen sie ja hier so kommen, oder? Oder wir packen sie leicht dahinter, dass wenn sie hier vorbeilaufen, von rechts noch einen auf die Seite kriegen. Oh, 27. Aufstellung starten. Der Hügel ist natürlich nicht so schön, wie ich mir vorgestellt habe. Ist eigentlich beschissener, als ich dachte. Also er ist mir zu klein. Ja, sieht zwar hübsch aus. Das Problem ist, er kann von oben runterballern. Das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Der Wald ist ganz nett. Wir könnten aber auch hier die Artillerie hinstellen. Hier Infanterie. Das Feld ist, das Schlachtfeld ist wichtig jetzt in diesem Kampf. Ich hätte gern, dass das hier so, entweder dass er mir auf meiner Seite gewesen wäre. Ich hätte gern diesen Teil. Ich hätte gerne hier, da würde ich gerne stehen. Ich will
lege, bringt der mir irgendeinen Vorteil? Ich könnte... Ja, das... Da kommen die von da, wenn ich hier stehe. Das ist nichts gewonnen. Ich könnte, wie gesagt, immer noch hier Infanterie... Nee, sonst ein bisschen nach da gucken. Ihr habt ja nicht so eine lange Reichweite. So. Im Idealfall. Würden die jetzt hier alle reinpassen? Ist sichtbar. So. Der Dicke ist mein Zentrum. Seid ihr Nachhut oder? Wäre geil, wenn ihr noch hier reinpasst. Der Wald ist zu weit vorne, fällt mir gerade auf. Warte mal. Die können vielleicht da bleiben, aber ihr müsst weiter nach hinten. Weil. Die kommen auch von der Flanke. Bis gesehen, da nicht. Na, du wirst immer gesehen, kann er sein. Ach, er hatte eine Flugeinheit. Das ist auch nicht schlecht. So, ich hoffe, hast du irgendwas Tolles. Ja, er kann hier Zauberer, Rachegeist, Zauber machen. So, normale Infanterie. Mach die einfach als Nachhut, falls hier was von der Seite. Oh. Stell dich doch dahin. So, dich packe ich hier als Nachhut. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Ich hoffe, das klappt so. Ich hoffe, das klappt so. Ich hoffe, die kommen dann von hier oder so. Das wäre mir am liebsten. Wenn sie von da kommen, könnte es scheiße laufen. Könnte scheiße laufen. So viel dazu. Dann formieren wir mal um. Kanone kannst du auch ein bisschen näher ran. Oh, reicht, wir brauchen nicht bewegen. Jetzt müssen die Leute sterben. Ich suche hier gerade eigentlich die Deckschützen raus. Das sind die da, ne? Oh, da drauf. Wo sind die lebenden Leichen? Hier alle. Auf ihn. So, auf den. Hier zurück. Nicht. Oh, warte mal, wir können ja zaubern. Okay. Plan ging nicht gut auf. Mal Pause machen. So. Jetzt wird mir nämlich mein eigener Wald zum Verhängnis. Attacke. Attacke.
So. Könnte man die Feuer speien? So, mal den Zauber anwenden. Oh oh, hab ich gemacht. Feuer! Attacke! Hier auf diese Monster, wenn ich jetzt nur mal zurückkomme. Kommen sie, scheiße. Los, rein da. Unsere Linie bricht zusammen. Scheiße, ich brauche Monster. Kann ich ja noch abziehen. So, erstmal die müssen auch sterben. So, warte mal ganz kurz. Alle Nahkampfkämpfer von der Seite hierher. Ihr könnt alle mal die wegschießen. So. Wird doch was. Oh, 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 oh. Jetzt sieht's doch gut aus. Alter Schwede. Boah. Ich hätte mein Zentrum ein bisschen stärker hinstellen sollen. Das wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Alter Schwede. Aber dafür, dass der Feind eigentlich stärker eingeschätzt wurde als wir, haben wir uns ganz gut geschlagen. Wir haben 2 Totalausfälle. Das ist eigentlich voll hinnehmbar. Er hat alles verloren. Alles. Aber ich war nicht ganz zufrieden mit dem Gelände. Und es war, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass wir die Deckschützen weggenommen haben. Die Sirenen, ja gut, haben bei ihnen mal was gebracht. Bei mir bringen die irgendwie nie was. Wenn sie bei euch mal was bringen... Oder, oh, Entschuldigung, das war das Mikro. Wenn die... Ja, wenn ihr gut mit denen klarkommt, dann schreibt mir das einfach mal, weil ich finde, die Sirenen sind eigentlich so... Ob ich da jetzt hier den normalen Piraten habe, guckt mal, was die gerissen haben. Oder die Sirenen, das ist ein Witz. So, das war jetzt, glaube ich, die Hauptbasis von diesen Noctulus oder irgendwas. Smash! Smash! Ausrauben. Niederreißen. Nö, ich will das. Ich finde das aber ganz nett eigentlich als Ausgangspunkt. Ich finde das eigentlich ganz nett, also. Galeonenfriedhof. Also ich finde das da wirklich hübsch. Das soll jetzt unseres sein, ne? Also. Harkon. Das ist jetzt ein neues Heim. Ne? Das ist das Zentrum, glaube ich. Was haben wir hier? Führerschaft für Deckwolf, gemeine Hunde habe ich nicht, Flederbestien habe ich nicht, belebte Kolosse, Leibheimsuche, ja, das haben wir ja alles. Sirenen eher weniger. Ja, ich glaube, hier kann man alles nehmen eigentlich, aus dieser Fraktion. So, wie sieht denn die Ecke da aus? Oh, da ist ja ganz schön viel drin. Geh mal weg da, was hat man hier? Ach, das ist der Fledermaus, Horst, ich sag schon Horst. So, 2000 haben wir nicht, alter Schwede. Haben wir hier? Auch nicht.
Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Wir haben kein Geld, ne? Alter, kriegen wir nichts repariert? Das nenne ich hart. Mal aber was anderes. Den Typen, den wir jetzt angegriffen haben. Hat der überhaupt noch was? Die Flotte der Verdammten? Ja, Graf Noctilus. Hey, hast du überhaupt noch was? Ländereien? Irgendwas? Nö, ne? Das heißt, der wird... Warte mal. Ich sehe nichts, ob er was hat, aber ich denke mal, er wird einfach noch irgendwo rumschippern. Und den müssen wir so nochmal kriegen. So, wie sieht's hier aus? Auch eigentlich Geld. Ich glaube, da hatten wir schon reingeguckt, ne? Also ein Rambock hätte ich gerne. Also dann belager weiter. Das ist mir wurscht. Nochmal ein, zwei Runden. Ja, dann haben wir kein Geld, müssen wir sparen. Und dann, wenn halt. Ach, knapp haben wir ja gar nicht auf M. Wenn wir jetzt hier das Zentrum haben. Das ist ja quasi die Mitte. Müssen wir mal gucken, wo er als nächstes hingeht. Da hätte ich aber langsam gern hier eine dritte Division. Aber wir haben einfach kein Geld, ne? Oh, du bist wieder da. Du bist wieder da. Oh, du kannst da graben. Grab mal. Findest du was? Ich brauche Geld. Ja, was soll ich machen, Jungs? Ich habe kein Geld. Tut mir leid. Können wir überspringen? War auch schon eine fette Festung, ne? Ach ja, sie ist ja schon am Land. Elle, die ein Auge. Und auf diesem Kontinent gab es, glaube ich, drei Stück. Einmal hinten bei den Bergen zwei Schätze und einmal nördlich. Das kann sie aber alleine machen. Das schafft sie. Sie ist tough, die Frau. Im Feindesgebiet wird er operiert. Bisher kam sie gut klar. Oh, diese Modelle, ne? Also dieses Reittier von diesen... Oh, das sieht so schön aus. Ich finde das wirklich schade, dass GW diese alte Welt sterben lässt. Es gibt hier echt coole Modelle. Die haben ja, aber leider machen sie ja ihr anderes Spiel mit diesen komischen. Also es gibt ja eine neue Fantasy-Welt von GW mit neuer Figurenpalette. Aber die Menschen zum Beispiel, die gefallen mir überhaupt nicht. Sehen nicht aus wie im Mittelalter. Sehen mehr aus, als ob sie aus Warcraft entstanden sind, so. Passen einfach nicht. Weiß nicht, gefallen mir einfach nicht. Aber ich spiele es ja nicht, also von daher, und die Leute, die es spielen sollen, sind damit zufrieden. Ist auch okay. Jeden Designs, aber wie gesagt, ich fand halt die alte Welt hier, die wir gerade hier spielen, viel, viel besser. So, wir konnten mal eine Sache reparieren. Ist das nicht der Hammer? Das ist der Hammer. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier alle Gebäude erstmal reparieren, die uns Geld bringen. Oh, ich glaube, das könnte man niederreißen, ne? Bildnis des Todes. Boah. Was haben wir noch? Oh, eine Provinz. Wo ist die Provinz? Welche Provinz? Ach, das an sich ist eine Provinz, oder was? So cool. So, brauchen wir nicht. Brauchen wir... Belagerungszeit plus, ja, kann man, ja. Für Feinde. Ich würde dann doch hier eher defensiv angehen, die Geschichte. Weil wir wollen uns ja da mal wegbewegen. Irgendwann. Warte mal, kannst du noch irgendwas Geiles? Haben wir noch Geld? Ne, haben wir nicht. Ah, Standardfledermäuse. Ich finde die nicht so toll. Das waren jetzt die Deckwerfer, ne? Die finde ich auch nicht so toll. Also die mit Bomben oder so sind ja schon, glaube ich, effektiver. Aber der ganze Rest, nö. Brauchen trotzdem Leute, ne? Diese, ja, die habe ich, die finde ich auch gar nicht so schlecht. Ah, aber so viel Geld haben wir nicht. Also einen kriegen wir rein. Ein, zwei Runden muss er einfach da noch bleiben. Ja, dann war es das schon wieder. Nur mal ganz kurz gucken, wie viele Feinde wir überhaupt haben. Weil ich glaube, ja, die mögen uns einfach nicht, Itza.
Mit denen kommen wir ja eigentlich auch klar. Ja. Oh, die Vampir-Flotte. Wo immer du bist, Noctilus. Also, am mögen tust du mich nicht. Ist auch der Letzte. Aber sonst, ich glaube, wir haben wirklich nur Krieg. Kann man sich irgendwie sortieren nach Krieg? Oh doch, wir haben ein bisschen blaue Vipern, ja, die ganzen Piraten. Letzte Verteidiger, wo immer die sind, irgendwo Skaven. Ja, aber jetzt hier nichts im Umkreis. Außer die blauen Vipern. Und die hat er schon ein bisschen zurückgeschlagen. Und die werden jetzt hier auch fallen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Er hält uns, die Echsenleute halten die uns ab. Das wird ganz toll. So, dann überspringen wir das. Runde beenden. Und die Elle läuft weiter. Ich darf schon mal näher noch eine Runde vielleicht. Und dann könnte man schon mal nachgucken, ob sie, wenn sie in der Nähe von dem Gebirge ist, dann müsste sie schon in der Nähe eines Schatzes sein. Oh, da unten ist ein Zeichen. Das Zeichen deutet an oder bedeutet, dass ja, man sieht zwei Hände und man sieht hier einen Kreis. Das soll einen Becher darstellen. Und dieser Becher, in den kann man reingucken, weil das bedeutet eigentlich, dass ich demnächst aufstehen muss und einen Kaffee machen muss, ne? Um diese leere Tasse wieder zu füllen mit schwarzem Gold. Ja. Oh, schon wieder. Was ist das denn jetzt hier? Weiter voran. Minus Magie möchte ich nicht. Minus Bild. Oh, auf der Kampagnenkarte. Bewegen wir uns groß? Nö. Wie lange haben wir das? 10 Runden. Flotte der ja, die Verdammten wurden vernichtet. Ja, gut. Eine Fraktion gegen die wir Krieg führen weniger. Fraktion vernichtet. Die haben wir gerade gesehen. Achso, hier mit dem Zeichen, ja. Fleet Captain. Warte mal ganz kurz. Will nur kurz Looky Looky machen. Das war ganz außen. Das ist hier ganz am Rand. Würde ich sagen. Das ist so im Gebirge. Und das könnte schon davor sein. Der Radius geht da bis zur mittleren Kante. Ja, ich würde sagen, komm, versuchen wir es einfach mal. Die Elle gräbt mal. Findest du was? Gräbt aber lang. Ich glaube, hat nichts gefunden. Schade. Your orders. Natürlich doof. Nichts gefunden. Enttäuschen. Dann muss sie halt nächste Runde gehen. Mal Piraten. Wir brauchen mal gar nicht gucken. Du brauchst da noch einen Tag. Ich weiß jetzt schon. Oh, was haben wir hier? Kane, von Kane gezeichnet. Ist. Kaltauge. Kaltauge brauchen wir nicht. Wo ist denn Kaltauge? Warum ist der Graf Noctilus? Ich hatte das tot. Kaltauge kommt hier gar nicht vor. Also wäre unwichtig. So. Master. Ja, Master. 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 War das nicht irgendein Song? Metallica? Ne, das war Puppet Master, ne? Naja. Jo, ich glaube, wir können schon wieder eine Runde weitermachen. Master. Vielleicht da noch ein. Ja, ich weiß, ich bin ein Master. Master of Disaster. Hm. Man könnte das Wachstum steigern, ja. Gehört auch mit zur Provinz da eigentlich, ne? Genau. Ach komm, machen wir. Und dann war es das mit der Runde. Und dann haben wir nächste Runde schon Runde 100. So schnell geht's. Machen wir weiter hier. Doofer Echsentyp, ey. Speaker! Die sind uns freundlich gesinnt. Ratten finde ich eigentlich auch cool, die Fraktion. Sie haben nicht... Ja, mit euch beendet. Ja, gut. Okay.
Dann würden die bestimmt irgendwo bald ankommen. Weil was für einen Sinn macht es uns, den Nicht-Angriffspakt mit uns zu brechen und dann halt nicht anzugreifen, ne? So, feindliche Helden, Fehlschlag. Okay. Ich bin langsam mit euch. Nee, warte, bevor ich irgendwas mache. Wir bauen diese Stadt aus. So. Und dann war es das schon wieder. Eigentlich hätte ich gerne mit ihm noch was rekrutiert. Aber er fehlt uns ein bisschen Taler und der fällt jetzt weg. Schade. Oh, was ist das denn, Alter? Wilder Manticore. Uiuiui. Gegen den will ich doch nicht kämpfen. Lassen wir mal lieber. Fahr mal weiter. Aber der hier, der hängt ja auch die ganze Zeit hier ab. Have at them. Get them. So. Ah, komm, wir versuchen es da. Wir machen jetzt die Orks platt. Das wird ratzefatz. Ratzefatz gehen. Sage ich jetzt einfach mal. Da ist ja nicht viel. Durbuk. Wir müssen nur reinkommen. Ich meine, auf einer Seite können wir die Kanonen reinpacken, mit der anderen Seite können wir einen Rambock machen. Dann haben wir schon mal zwei Seiten, von denen wir angreifen. Und ich mache auf einer Seite mache ich die monströsen Kreaturen und auf der anderen Seite die Infanterie. Und er wird als... Warte mal, wo ist denn der Explosive? Der wird vorangehen, falls sie nämlich hinterm Tor stehen. Sich da schon verteidigen wollen, das wäre so schön. Ich liebe es ja so. Ich mache ja meistens immer so, wenn ich hier verteidige, 1, 2, 3 Einheiten, ne? Dass die immer reinkommen. Und wenn sie reinkommen, so eine Einheit, dann wird die gleich von 2, 3 Seiten penetriert. Und wenn das die KI auch machen sollen, also würde, können wir ihm vorschicken und dann kann er so 3 Einheiten auf einen Haufen verwunden. Wenn das alles so schön eng ist und dann diese Einheit rein, oh, das wäre einfach schön. Ich glaube auch, die wilden Orks, sind die besser als die Standard-Orks oder schlechter? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Wie heißt überhaupt diese neue Spielsache von GW? Mir fällt sie die ganze Zeit nicht auf, aber ich könnte es schwören, mir liegt es auf der Zunge. Aufstellung starten. So, Rambocco. Mal hierher. Oh, kriegst du ja gleich. So, was habt ihr für eine Reichweite? Kanönchen. Ah, warum kann ich mit der Kamera nicht weiter nach hinten? Das ist ja voll doof. Dann mache ich das so. Ich hasse die Kamera so hinzustellen. Nee, warte mal. Wir müssen... Frontal, das haben wir ja schon... aus den... Ah, der ist nicht ganz dran. Immer noch nicht dran? Ein schräger? Doch, klar ist er ganz dran. Naja, lassen wir nochmal hier auf den Hügel stehen. Mörser links, Mörser rechts. So. Er muss gedeckt werden. Und ich glaube... Genau, die Infanterie kann davor... Dann die monströsen Kreaturen verstecken sich dahinter. Dann du bleibst mal schön bei denen. Was haben wir hier? Noch ein Rambock. Na gut, dann kommst du hier mit der, bist der Reserve-Rambock. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, Spaß haben. So. Aber warte mal, erstmal die Kanonen. Tor ist offen, oder was? Zombie.
So, ihr könnt euch da schon mal ranstellen. Erstmal ran. Mal ran. Das bist du. Komm mal mit. So. Attacke. Lass niemanden überleben. So, hier, ich glaube, den Rambo kannst du einfach liegen lassen. Komm uns entgegen, ist das nicht nett? Ah, schicken wir jetzt vor. Attacke! Fleet Admiral! Alles Zauber, die so weit weg sind. Bewohner der Tiefe. Cool. Ah, der könnte scheiße sein, weil die haben ihn nicht so ganz. Ja, war nicht so toll. Bewohner der Tiefe. Angriff. Alles monströse. Angriff. So, Magier, kannst du vielleicht da oben mal was losfetzen? Ne, kann er irgendwie nicht mehr. Schade. Dann nochmal ein paar Freunde aus der Tiefe. Kanonen, macht mal ein Loch rein. Zwei Löcher sind besser als eins. So, ich hätte gerne hier die Welle. Auf einen Wall. Warum geht das nicht mehr? Es ging doch früher. War das zu heftig oder was? Ich fand das mal toll. So, jetzt singen wir ein Lied. So, Attacke, Attacke, Attacke. Werde ich mal hier oben hin oder kommen wir einfach rüber? Achso, nee, die können wir nicht. Hier, komm mal her. Innenseite. So, kannst du da hingehen? It's magic! Mörser könnten auch eigentlich über die Mauer kommen, oder? Komm, scheiß aufs Tor. Der Chef wird auch angegriffen von der Seite. Hm, wo kann ich mit dem Mörser noch drauf schießen? Da hinten vielleicht? Du, mein Freund, kannst es halt auf die Einheit versuchen. Hier so eine Welle schön seitlich rein. So, schön hasserfüllten Schuss.
Kommt mal näher ran da. Boah, ihr holt euch. Attacke, die sind motiviert. Was sind das aber für Typen? Ah, sind berittene Wildschwein-Orks. Das sind aber große Wildschweine. Die Orks nicht größer als ein Mensch? Ah, macht sie nieder. Was ist da oben? Oh, warte mal. Pass erfüllter Schuss machen wir jetzt mal auf dir, damit die da weiter verrecken. Die gehen mir auf den Sack. Oh, dass ich da keinen Zauber mehr auf der Mauer machen kann. Das ist nervt mich auch. Oh, doch, geht's? Nee, geht doch nicht. Ja, dann, toll. Versuch's mit dem Mörser mal da drauf. Ja, könnte was werden. So, dauert mir alles jetzt so lange. Ach, du kannst gar nicht kämpfen. Na gut, dann weiter. Attacke! Gegen die Wildschweine. Prozent Schaden schon. Kriegen wir nicht kaputt zum Einbrechen? Sieg! Ja, war okay. Ich finde es schade, dass mein Held nicht in den Nahkampf gehen kann. Na gut. Wir haben es gewonnen, die Schlacht. Und ja, ihr habt ja die Zeichen vernommen vorhin. Ich muss meine Kaffeetasse füllen. Das heißt, ich beende jetzt das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Wenn ihr wisst, wie das andere Spiel heißt, was ich meinte, diesen Tabletop-Bereich, diese neue Fantasy-Welt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich bin vergesslich. Das kommt mit dem Alter. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!